bin jetzt auch kein Techniker, aber es handelt sich wohl um portable Waffen, die mitgeführt werden können in einem Polizeiauto zum Beispiel und die dann mit elektromagnetischen Wellen sogenannte nicht kooperative Fahrzeuge attackieren können, also deren Bordelektronik lahmlegen können. Das ist sozusagen das Konzept in diesem Projekt Savelec, das Forschungsprojekt von Mikrowellenwaffen für den Polizeidienst. Wie gefährlich können denn solche Waffen werden? Das eine ist natürlich, bei solchen Sachen ist natürlich die Frage, ob inwieweit Fernunfälle oder Ähnliches produziert werden können. Das andere ist, wenn jetzt der Fahrer zum Beispiel, also Fahrer dieses sogenannten nicht kooperativen Fahrzeuges, zum Beispiel einen Herzschrittmacher hat oder etwas Ähnliches, dann kann das natürlich auch lebensgefährlich sein. Was bezweckt die Europäische Union eigentlich mit diesen Projekten? Es gibt ja da viele merkwürdige Forschungsprojekte. Es ist offensichtlich so, dass verschiedene Polizeien, eben darunter auch das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, einen Bedarf angemeldet hatten für eine solche Vorrichtung. Und auf Grundlage dieses Bedarfes ist dann das Forschungsprojekt gestartet worden für 3-4 Millionen Euro, die da reingegangen sind. Und was bezweckt die EU damit oder die EU-Kommission genauer gesagt? Ich würde mal sagen, sie bezwecken damit die technische Aufrüstung eben auch von Polizeien, um flüchtige Fahrzeuge, nicht kooperative Fahrzeuge, auf diese Art und Weise stoppen zu können. Inwieweit bestehen denn Unklarheiten bei der Anwendung solcher Technologie, wenn die denn entwickelt wurde? Das Problem ist natürlich, was ist, wenn jemand einen Herzschrittmacher hat? Wie können überhaupt technisch solche Fahrzeuge ohne Unfallgefahr auf diese Art und Weise gestoppt werden? Das sind so die Hauptunklarheiten, würde ich sagen. Und könnte die Technologie noch darüber hinaus irgendwo anders eingesetzt werden? Elektromagnetische Waffen werden eigentlich traditionell im Militärbereich eingesetzt. Das ist ja jetzt praktisch ein Novum im Polizeisektor. Und das wird ja auch in Kooperation mit Militärfirmen gerade entwickelt, das Forschungsprojekt. Also im militärischen Bereich gibt es das häufiger, aber die Übertragung dieser Technik auf Polizeieinsätze finde ich halt doch sehr problematisch. Wenn jetzt zum Beispiel das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt der Endnutzer ist für dieses Projekt, so steht zumindest da drin, was heißt denn das? Ja, das heißt eigentlich, dass das Landeskriminalamt einen Bedarf angemeldet hat an einer solchen Technologie, zusammen wie eben auch andere Polizeien, zum Beispiel die französische Gendarmerie und so. Mhm. Und das heißt, dass praktisch für diese Bedarfsanmeldung jetzt geforscht wird und nachher wird das dann nochmal mit dem sozusagen Prototyp getestet mit dem Landeskriminalamt oder den anderen Polizeien zusammen und dann entscheiden die, ob sie sagen halt, ja, das Produkt ist genauso, wie wir das wollen, das können wir gebrauchen, dann wird es entwickelt oder eben nicht. Inwieweit gibt denn die Gesetzgebung sowas her, dass es eingesetzt werden kann, solche Technologien? Also mir ist da keine Regelung bislang bekannt auf gesetzgeberischer Seite. Also ich glaube, das ist noch nicht geregelt gesetzlich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich vermute mal, also wenn es sozusagen explizit ausgeschlossen wäre, dass es dann auch nicht in Auftrag gegeben worden wäre. Ich vermute eher, das sind ja so Bereiche, die praktisch so Neuland betreten. Und meistens hat man dann noch nicht die gesetzgeberische Regelung dafür. Weil es ja auch irgendwie so dann zu einer Vermischung von diesen Bereichen Militär und Polizei kommt. Also wenn, genau, ja. Also das kann man dann vielleicht auch nicht mehr so auseinanderhalten irgendwann. Das sind so meine Gedanken jetzt so dazu. Ja. Genau, dann gibt es ja noch ein anderes Projekt, das Aeroceptor, wo Drohnen entwickelt werden sollen. Wie wird denn dieses Projekt finanziert? Das ist ähnlich auch von der EU-Kommission finanziert, auch ungefähr mit dem gleichen Umfang, 3-4 Millionen Euro. Und da geht es eben auch darum, sogenannte nicht kooperative Autos oder auch Boote zu stoppen mit Drohnen aus der Luft. Und da ist die Rede von Spezialschaumstoff, der versprüht werden soll, Farbmarkierungen, Lautsprechern oder auch dem Durchstechen von Reifen, also von Drohnen aus. Möglich sei aber auch dort elektromagnetische Störungen zur Blockierung der Motorelektronik. Und da
bei diesem Projekt habe ich gelesen, dass die Bundespolizei mit der Guardia Civil zusammenarbeiten soll. Also das ist ja eine Organisation der Grenzsicherung und Luftaufklärung. Und die ist ja auch so fraglich, diese Organisation. Inwieweit wissen Sie was darüber und wie finden Sie diese Kooperation? Ja, das ist auch immer ähnlich wie bei Savilek, dass es eigentlich Militärpolizeien Kooperationspartner sind. Französische Gendarmerie ist ja auch eine Militärpolizei, die Guardia Civil ist eine Militärpolizei, also eine Polizei, die dem Militär untersteht. Und das ist eine Kooperation, die ich schon seit mehreren Jahren beobachte, zwischen der Bundespolizei, die ja nun keine Militärpolizei ist, sondern eine sogenannte zivile Polizei, dass es viele Kooperationsprojekte zwischen Militärpolizeien und Bundespolizeien gibt. Zum Beispiel hatte ich mal so ein gemeinsames Training besucht vor 2 Jahren in der Nähe von Berlin von Militärpolizeien und der Bundespolizei zur Aufstandsbekämpfung. Und solche Kooperationen sehe ich halt sehr kritisch, weil das auch zu einer Militarisierung der Polizei führt. Und nochmal vielleicht auf diese Trennung von militärischer und polizeilicher Nutzung von Drohnen. Gibt es da in der EU eigentlich eine Gesetzgebung oder gibt es da Vorschriften? Ich glaube, es gibt sie nicht, weil es auch, sagen wir mal, der EU-Ebene, da gibt es ja unterschiedliche Rechtskulturen in den Staaten. Und das ist ja in Deutschland vor allen Dingen hier auch diese starke Trennung, auch eine Schlussfolgerung aus den Erfahrungen auch im Faschismus und vorher. Und das ist, ich weiß nicht, ob wie stringent das durchgehalten wird. Diese Drohnen, die dann entwickelt werden, die könnten ja eigentlich auch dann mit anderen Sachen noch bestückt werden. Ich weiß ja jetzt nicht, wie groß sie sind. Also eigentlich könnten die ja auch als Waffe... Die können auch bewaffnet werden, ja. Natürlich. Ist ja gerade auch die große Diskussion, dass man auch Aufklärungsdrohnen auch bewaffnen will. Da haben wir ja gerade eine ganz rapide Entwicklung. Und natürlich ist es denkbar, dass in der Zukunft auch im EU-Raum bewaffnete Drohnen fliegen könnten, dann vielleicht unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung zum Einsatz kommen. Also das ist durchaus ein denkbares Szenario, was ich mir aber, weiß Gott, nicht wünsche.